Liebe Zuschauer, vor kurzem war der Goldpreis mal wieder über die Marke von 2000 US-Dollar gesprungen. Der sichere Hafen offensichtlich wieder gefragt. Welche Möglichkeiten bietet Gold für Anleger? Wie kann man auf die Entwicklung setzen? Das ist Thema heute bei der Anlageidee. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Anusch Wilhelms von der Société Générale. Hallo, Frau Gräbe. Herr Wilhelms, man denkt ja oft bei Gold einfach so gut, man kann sich einen kleinen oder größeren Barren kaufen, den man dann wirklich physisch auch bei sich im Tresor, bei der Bank im Tresor hat. Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus? Welche ist ratsam auch aus Ihrer Sicht? Ja, also es ist wichtig, dass Anleger wissen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über Zertifikate Gold zu kaufen. Da kann man dann das Gold sozusagen ins Depot holen und nicht in den Tresor. Und diese Zertifikate kann man börsentäglich von 8 bis 22 Uhr handeln. Und sowohl kaufen als auch verkaufen. Und das ist jetzt vielleicht nichts für denjenigen, der langfristig physisches Gold haben möchte, aber für denjenigen, der zumindest mal eine Goldposition auf- und wieder abbauen möchte und das relativ schnell und kostengünstig, für den können Zertifikate ganz interessant sein. Ist es natürlich auch die Frage, es gibt ja im Universum der Zertifikate auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Welche würden sich da aus Ihrer Sicht anbieten oder was gibt es da generell? Also erstmal kann man sagen, dass bei uns im Zertifikatebereich Gold auf Platz 3 der beliebtesten Basiswerte ist. Also es wird stark nachgefragt und es gibt im Prinzip bei den Zertifikaten den Einsteiger, wenn man das so will. Das ist das sogenannte Partizipationszertifikat auf Gold. Da kann man dann eben diesen Goldpreis nachempfinden und das ist sozusagen fast wie so eine 1:1 Partizipation. Also 1:1 Partizipation. Wir haben hier jetzt mal zwei Beispiele. Ich weise auch gleich mal auf einen wichtigen Unterschied hin, nämlich beim Quanto. Das eine nicht, das andere ja. Was genau verbirgt sich dahinter und was ist generell so, was sind die Ausgestaltungsmerkmale? Ja, ganz genau. Also es sind zwei Partizipationszertifikate auf Gold und die unterscheiden sich tatsächlich zumindest mal einmal hier im Bereich Quanto, das heißt Währungsabsicherung, weil der Goldpreis wird in US-Dollar berechnet. Und wenn ich ein Zertifikat auf den Goldpreis hier handeln möchte, dann habe ich ja Euros, die ich investieren möchte. Und deswegen wird der Zertifikatekurs in Euro umgerechnet aus dem US-Dollar-Kurs in Gold. Und das sehen wir hier bei dem ersten Zertifikat. Es findet also keine Währungsabsicherung statt. Das heißt also, wenn der Goldpreis bei 2000 US-Dollar steht und der Euro-Dollar-Wechselkurs wäre bei 1:1, dann würde der Goldpreis in Euro auch genau bei 2000 Dollar stehen. Und nehmen wir mal ein Extrembeispiel, dass der Wert sich verändert auf 1,10 oder 1,20, dann wäre eben der Goldpreis in Euro nicht mehr bei 2000 Euro, sondern niedriger. Das heißt also, es hat hier einen Einfluss auf den Preis in Euro und damit auch auf den Preis des Zertifikats, wenn der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar sich verändert. Und deswegen muss man das berücksichtigen bei Partizipationszertifikate auf Basiswerte, die nicht in Euro notieren, wie in diesem Beispiel US-Dollar. Also wir hatten ja zuletzt auch ganz schöne Schwankungen im Währungsbereich. Also wichtiger Punkt auf jeden Fall auch hier, also dass man quasi nicht nur bei beiden ist der Basiswert Gold, aber das eine eben nicht währungsbesicher. So, und jetzt haben wir hier noch die währungsgesicherte Variante. Wie funktioniert das? Ja, also man sieht das ja auch, die Währungsabsicherung gibt es nicht umsonst. Die Gebühren bei dem Produkt sind deutlich höher als jetzt bei dem klassischen Partizipationszertifikat. Und das führt dann eben dazu, dass der Wechselkurs eingefroren wird bei 1:1. Das bedeutet also, wenn man auf die Kurstafel schaut und den US-Dollar-Preis sieht, dann kann man den 1:1 in Euro umrechnen. Und das Einzige, was man dann sozusagen innerlich noch abziehen muss, ist der sogenannte Basispreis. Das ist im Prinzip die Gebühr, die hier erhoben wird, zusammengefasst, seit es das Zertifikat gibt. Das wurde ja im Februar 2019 auf den Markt gebracht. Das heißt also, seitdem sind 157 US-Dollar Kosten angefallen. Und die werden sozusagen über diesen Basispreis hier abgebildet. Es kann natürlich sein, dass die Kosten bei der Währungsabsicherung sich auch noch verändern. Das heißt, diese Gebühren sind immer nur eine Momentaufnahme. Die können sich auch durchaus noch mal verändern. Aber das ist grundsätzlich die Funktionsweise. Also so kann man quasi mit der abgesicherten, also währungsabgesicherten oder eben der nicht währungsabgesicherten Form jetzt auf den Goldpreis setzen. Wir haben eingangs ja den Chart auch gesehen. Also zwischenzeitlich haben wir Gold ja wieder deutlich anspringen sehen. Es stellt sich dann natürlich trotzdem die Frage, ganz am Anfang haben wir auch gesagt, physisch kann man es natürlich auch kaufen. Das heißt, was sind jetzt die Vor- und Nachteile? Was sind auch die Risiken, wenn man jetzt auf diese Art und Weise eben auf Gold setzt? Genau, also der Unterschied ist, man hat hier kein physisches Gold, sondern wir nennen das sozusagen Buchgold. Das heißt, man hat einen verbrieften Anspruch. Der ist auch nicht in irgendeiner Form extra besichert. Das heißt also, Anleger, die Zertifikate kaufen, das gilt aber ganz allgemein, haben grundsätzlich ein Bonitätsrisiko der herausgebenden Bank gegenüber. Das heißt also, wenn die nicht zahlungsfähig sein sollte, dann ist es so, dass der Anspruch sozusagen dann auch hier nicht vollzogen werden kann. Das heißt also, für alle Anleger, die Zertifikate kaufen wollen, müssen sich erstmal über die Bonität der herausgebenden Bank Gedanken machen. Und als nächstes ist natürlich der große Unterschied, dass das Risiko hier ist natürlich, dass der Goldpreis fällt.
Das ist vielleicht auch kein Unterschied zum physischen Gold, sondern das ist natürlich ein großes Risiko. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Goldpreis von 2 auf 3.000 US-Dollar steigt, dann kann natürlich so ein Investment durchaus lukrativ sein. Wenn aber der Goldpreis dann nur auf 1.000 Euro fällt, dann mache ich natürlich auch mit dem Zertifikat Verlust. Mhm. Die Kosten muss man natürlich berücksichtigen und dann auch zu einem physischen Investment vergleichen. Also die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs bei den Zertifikaten ist in der Regel sehr gering. Und dafür fällt halt eben diese Managementgebühr für das gesamte Jahr an. Und da muss man da ein bisschen abwägen. Aber in der Regel sind die Aufschläge zwischen dem An- und Verkaufskurs bei einem Edelmetallhändler um ein Vielfaches größer. Wobei die meisten wahrscheinlich auch, wenn sie physisches Edelmetall kaufen, also Gold, eher nicht davon ausgehen, dass sie es wahrscheinlich in 2 Wochen wieder verkaufen wollen. Wohingegen beim Zertifikat, das natürlich die Grundidee ist, dass man das jederzeit kaufen und auch schnell wieder verkaufen kann, je nachdem, wie sich die Marktsituation verändert. Und so kann man also in seinem Depot relativ schnell die Position an Gold hochfahren und sie wieder auch reduzieren. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, was Vor-, aber auch Nachteile sind, wie das Ganze funktioniert. Sie hatten ja vorhin auch gesagt, ist auch beliebt als Basiswert eben bei Zertifikaten. Das können Sie beobachten. Das heißt abschließend, was würden Sie sagen, für welchen Anlegertypus ist das geeignet? Ja, also hier ist es tatsächlich die Partizipationszertifikate für die Anleger, die schnell eine Depotposition auf- und wieder abbauen möchten. Darüber hinaus haben wir im Zertifikatebereich ja noch weitere Produkte im Angebot, auch Hebelprodukte, sogenannte Knockout-Papiere auf den Goldpreis. Die sind auch sehr beliebt. Die haben natürlich ein viel höheres Risiko, was das Marktrisiko angeht, weil man kann seinen kompletten Einsatz verlieren, auch wenn der Goldpreis vielleicht nur 1 oder 2% sich bewegt. Demgegenüber sind natürlich auch hohe Gewinnchancen. Das ist eine ganz andere Kategorie und das richtet sich dann eher an etwas spekulativer orientierte Anleger, die vielleicht auch Marktschwankungen ausnutzen möchten, die jetzt nicht auf die nächsten Wochen und Monate ausgerichtet sind, sondern kurzfristig. Herr Wilhelms, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Alles klar, gerne. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick auf den Goldpreis, aber eben auch die Möglichkeiten, jetzt mal abgesehen vom physischen Goldbesitz, also der Goldbarren in welcher Form auch immer, in welcher Größe auch immer, wie man eben mit Zertifikaten auch hier auf die Goldpreisentwicklung setzen kann. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.